Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch mit einem neuen Video in der Rubrik Florian stellt vor. Heute möchte ich eine Internetseite vorstellen, mit deren Hilfe man grundlegende Sachen der japanischen Sprache, grundlegende Sätze lernen kann, aber auch durchaus ein bisschen was über die japanische Kultur und die Gesellschaft. Und die Seite, die ich meine oder die ich da heute, ja, die wir uns anschauen wollen, ist www.elin.ne.jp. Wenn man das eingibt oder bei Google sucht, dann kommt man auf diese Seite hier. Es gibt neben der japanischen Ausgabe hier natürlich auch noch mehrere, und zwar zum Beispiel Spanisch, Portugiesisch und was uns jetzt interessiert ist Englisch. Diese Seite wird betrieben oder erstellt, beziehungsweise die ganzen Ideen und Sachen, die hier entworfen wurden, von der Japan Foundation. Und wie man hier sieht, geht es also auf dieser Seite darum, Japanisch zu lernen, und helfen tun uns dabei dieses Mädel hier, Elin, die als Figur eine Austauschschülerin verkörpert, die nach Japan für ein halbes Jahr, ja, Austauschstudium oder ein halbes Jahr Austauschschülerin rübergekommen ist nach Japan, und diesen kleinen putzigen kartoffelartigen Kerl, dessen Namen ich vergessen habe. Und ja, das hier ist dann also die Startseite, da kann man auch ein bisschen was erfahren. Ja, was so Sinn und Zweck der Seite ist, wie sie aufgebaut ist, unter diesen Punkten hier, How to Use und Frequently Asked Questions und so weiter. Von den ganzen Videos, die es auf dieser Seite gibt, gibt es übrigens auch eine DVD, die man bei dem Laden dann, wenn man hier draufklickt, bestellen kann, beziehungsweise wird man dann weiterverwiesen. Aber wir wollen uns natürlich ein bisschen die Seite anschauen. Und zwar gibt es eine grobe Unterteilung des Ganzen hier in, ja, 7, 8 Kapitel. Und zwar geht es mit dem Basic Skit los hier. Im Regelfall, wenn man neu mit Japanisch anfängt, dann wird empfohlen, erstmal damit anzufangen. Und dann kommen wir hier zu insgesamt 25 Lektionen. Jeder dieser Unterkategorien hier von diesen, ja, insgesamt 7, hat 25 Lektionen, die alle dieselbe Überschrift haben, sich dann allerdings, ja, leicht unterschiedlichen Fokussen widmen. Und wir klicken jetzt einfach mal hier in die erste Lektion rein, und zwar First Meeting Greetings. Also, ja, wie man sich zuallererst begrüßt. Ja, es sind sehr, sehr viele Videos zum Lernen auf dieser Seite online. Und die sind, ja, alle, wie man hier unten sieht, kann man da, wenn man das jetzt abspielt, das in Kanji und Kana die geredeten Sätze abspielen lassen. Man kann es in nur Kana abspielen lassen. Man kann es in Romaji und auch die englische Übersetzung abspielen lassen. Ich starte das Ganze mal, dann kommt das, denke ich mal, besser raus. So, hier habe ich jetzt gerade die Kana-Variante dazu geschaltet. So, ich habe jetzt sowohl die Kanji wie auch die Kana-Variante und darunter die Romaji. Und wenn man will, kann man auch noch die englische Übersetzung zu schalten, wie man sieht. Das geht für sämtliche Videos, die man hier anklicken kann. Es ist vielleicht eine ganz gute Hörverständnis Übung, wenn man, falls man mit den Kanji noch nicht so gut drauf ist, vielleicht mit den Kana, sich das ganze Video mal anguckt und dann schaut, also erstmal für sich überlegt, was hat man verstanden auf Englisch, und danach das Video nochmal mit der englischen Übersetzung guckt. Ne, 今日6時から塾。塾？知らない？勉強するところ。また勉強するんですか？8時まで。6時から8時までですか？
大変ですね。じゃあ私こっちだから。うん、後でメールするね。また。Ja, also wie man sieht, eigentlich sehr praktisch und sehr schön das Ganze aufgemacht hier auch. War eigentlich fast ziemlich professionell mit den ganzen Videos, schön gedreht, erzählt richtig so ein bisschen die Geschichte der Austauschschülerin Erlin, die wie sie nach Japan kommt und dann ja zunächst ein bisschen unsicher ist, Freunde gewinnt aus ihrer Klasse, die dann zusammen Sachen unternehmen und in der letzten Lektion muss sie sich dann wieder von ihrem Austauschjahr verabschieden, was ja, da ist schon ein bisschen traurig, dass das Ganze dann vorbei ist. Hier gibt es dann noch unter Kategorien oder so Unterreiter, auf die man draufklicken kann. Und zwar gibt es dann zu dem Video auch noch das komplette Skript, wo man sich das entsprechend dann auch in noch den Kana, den Romaji oder die englische Übersetzung mit drunter schalten kann. Kann man sich dann auch nochmal alles anhören oder auch das Skript runterladen. Dann, was zumindest für dieses Basic-Skit hier gilt, bei den anderen leider größtenteils nicht, aber das Basic-Skit hat die gesamten Lektionen, genau wie sie im Video vorkommen, auch als Manga noch vorhanden. Und da kann man auch sämtliches abspielen. Die ja, Sprechblasen, die dann gerade aktuell sind, die werden dann ja etwas farblich unterlegt. Und man kann es auch entweder in Kana und Kanji, nur in Kana, in Romaji oder in Englisch sich das Ganze anhören. Ich lasse jetzt mal Englisch und wenn man das dann abspielt. Ne, 今日6時から塾。塾？うん。知らない？勉強するところ。Ja, also im Prinzip dann genau dasselbe wie das Video, aber auf jeden Fall eine sehr nette Ergänzung. Hier gibt es dann noch Lautmalereien zum Lernen, sehe ich jetzt gerade erst. Und zu jeder Lektion gibt es dann hier auch Review Questions. Da gibt es dann Übungen, die man machen kann. Unter anderem zum Beispiel dann auch den Manga, den man sich angeguckt hat, kann man dann in die richtige Reihenfolge oder in die richtige Abfolge bringen, indem man das hier dann hochzieht und dann nachher guckt, ob es richtig oder falsch ist. Das hier war jetzt natürlich falsch. Und ja, das ist dann also das Basic Skit. Da spricht dann im Regelfall, oder da ist die haupthandelnde Person die Erlin. Das ist dann noch sehr langsam gesprochenes Japanisch, das mit dem man generell gut folgen kann. Dann, hups, gibt es das Advanced Skit. Das hat, hier kann man dann wieder auf die Übersichtsliste auch klicken, hat wie gesagt alles dieselben Überschriften, geht wieder mit Greetings los und hört dann mit der Verabschiedung auf. Allerdings hier aus anderer Sicht, und zwar sprechen hier hauptsächlich die Klassenkameradinnen von Erlin miteinander oder eben ja, Leute aus der Umgebung von Erlin, und zwar in dann fast normal Tempo, in dem fast normalen Tempo, wie Japaner eben miteinander reden. Also das ist dann ein anderes Niveau, eben Advanced. Können wir uns ja mal so im Vergleich anhören. Hier wird dann, stellt Erlin sich nicht selber vor, sondern sie wird von einer Klassenkameradin dann einem, ja, Klassenkameraden aus der gegenüberliegenden Klasse oder der nebenangelegenen Klasse vorgestellt. Und das Ganze sieht dann so aus. ほら、あそこにいる子。へえ、かわいいじゃん。紹介してあげよっか。エリー。紹介するね。隣のクラスの林健太くん。あたしと同じテニス部なの。あ、林健太です。エリンです。今日は雨ですね。何それ。もっとマシなこと聞きなさいよ。小学校からずっと一緒なんだけど、本当昔からダメダメなやつなんだよね。おい、初めて会った人にそういう紹介の仕方はないだろ。エリンちゃん、こいつ怒らせると怖いから気をつけてね。ケンタ。Ja, also wie man sieht, sehr hübsch gemacht das Ganze. Hierzu gibt's dann leider kein Manga dazu, allerdings auch wieder das Skript und Fragen, die man dann beantworten kann zu der Lektion, zu der Lesson. So, dann gibt es die Kategorie Key Phrases. Ja, hier lernt man dann, bleiben wir mal bei Lektion 1, weitere Videos, wo dann Erlin in ihrer Manga-artigen Figur und Mr. Kartoffel, wie ich ihn nenne, dann ja das Grundlegende erklären, wie die gesamte
ja, Vorstellung funktioniert, also diese Wendungen und Sätze, die im Japanischen angewendet werden.初めまして、エリンです。初めまして、エリンです。初めまして、エリンです。オッケー、そうだね。初めましての後に自分の名前を言うんだ。エリンも上手にできたね。はい、でも大変だった。そうか、じゃあ少し練習しよう。初めまして、ホニゴンです。 初めまして、エリンです。初めまして、ホニゴンです。 Ja, oder was wir oder was ich kürzlich selbst in einem Grammatikvideo hatte, wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde, ist, ah ja, hier zum Beispiel Veränderungen beschreiben. Ich hatte es Zustandsänderungen genannt, das Ganze. Gibt es ja auch ein schönes Video zu, eben mit dem Nalimashita, auch dann mit sehr schönen Illustrationen in dem Video. Da schauen wir auch mal ganz kurz rein. それ、じゃあ勉強しよう。今日エリンが挑戦したのは変化を言う。うまくできてたね。忙しくなったね。忙しくなったね。 変化を言うときはこの言葉を使うんだ。はい。丁寧な言い方では、なりましただよ。なりました。そう。でも、ここに注意。忙しいですの、ですを取って、最後のいを、くに変えてから、なりましたをつけるんだ。 じゃあちょっと練習するよ。なりましたを使って答えてね。寒かったです。今は暖かいです。暖かく？暖かくなりました。 Ja, und so weiter und so fort. Das ist dann also, wie man sieht, bezieht sich das auch auf die Lektionen, die hier in dem Basic-Skit vorkommen, was Erling gesagt hat. Und hier in dem Video erklären sie das dann eben gemeinsam, wie das Ganze gebildet wird oder ja, in welcher Art und Weise man das verwendet. Und ja, also es gibt noch viele weitere Sachen hier auf der Webseite, die man sich anschauen kann. Also viele, viele Videos immer zu den ganzen Lektionen. Hier bei What's This werden dann bestimmte Dinge im Japanischen erklärt, in der Form eines Quiz, wo man dann auch erraten kann. Hier bei Let's See, da sind dann Videos, wo so ein bisschen das Alltagsleben gezeigt wird von Japanern, also der Morgen einer Studentin, wie sie aufwacht und dann das Studentenleben, also nicht Studentenleben, das ja, Highschool-Leben, also in der Vorbereitung dann auf ein auf die Aufnahmeprüfungen für die Universitäten und dergleichen. Dazu gibt es Videos und hier in dem Bereich dann auch Quiz, bei denen ich selbst auch gar nicht gut abgeschnitten habe. Also es sind wirklich zum Teil recht schwierige Fragen, bei denen man wirklich was lernen kann. Also bei diesem Lifestyle-Quiz hier oder Literatur-Quiz und hast du nicht gesehen. Wirklich sehr interessant, kann man sich super anschauen oder sollte man sich anschauen. Dann Let's Try ist sind auch Videos, wo man dann, da gibt es Videos, wie man Ikebana macht oder wie man Sushi am besten rollt und dann gibt es hier drunter, also das obere sind dann immer entsprechend Videos und das untere sind dann Spiele. Hier kann man sich seine eigene Visitenkarte zusammenstellen. Hier soll man raten, was für Ingredienzien in der Sushi-Rolle drin sind, die in dem Bild drüber abgebildet ist.
Hier kann man ein bisschen mit dem Pinsel Kalligrafie, Zeichen schreiben und dergleichen. Also sind ganz nette Spiele mit dabei. Manche weniger, also weniger spannend und ein bisschen langweilig, andere aber sehr schön gemacht. Und dann die letzte Lektion, die wir hier noch haben, ist Vokabular. Da werden wir nochmal reinklicken. Da gibt es dann auch wieder die verschiedenen Orte oder verschiedene Situationen, wo gewisses Vokabular interessant sein kann. Wenn man jetzt hier auf die erste Lektion im Klassenraum klickt, dann kann man sich, ja, kann man hier draufklicken und dann wird dann abgespielt, wie das Wort ausgesprochen wird. Also hier zum Beispiel jetzt das Fenster, Mado. Mado. Wird dann eben gesagt. Und man kann dann hier allerdings auch wieder auf Übungen klicken. Und dann muss man selbst die Sachen zuordnen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier Door, die Tür haben, auf die hier hinten bei der 6 gezeigt ist, dann zieht man das schlicht und ergreifend hier hoch. Door. Und wenn dann so ein Kreis kommt, so ein Kreis ist Maru im Japanischen und das heißt, bedeutet dann auch richtig, dann hat man es richtig gemacht. Wenn ich jetzt allerdings hier das Fenster auf die Tafel ziehe, dann kommt natürlich ein X, das ist natürlich falsch. Und hier gibt es dann auch noch verschiedene, sowohl bei der Vokabelliste als auch bei der Übung dann zum Teil noch andere Sachen. Hier gucken wir dann ein bisschen näher auf den Schreibtisch, was da für Sachen liegen können. Hier haben wir dann ja ein paar Ländernamen und dergleichen. Oder manchmal sind dann, wenn hier auch so Verbs steht oder so, Verben, findet man auch hier manchmal so Sachen, Vokabeln eben, was zum Beispiel aufstehen bedeutet, was essen bedeutet, und so weiter, immer in der Massform vorgestellt und natürlich dann auch mit entsprechenden Übungen, wo man dann zuordnen muss. Das ist natürlich falsch. Ja, wollen wir Tabemas, wäre zum Beispiel hier. Entsprechend das Richtige. Also so zum kleinen Vokabelüben, zum bisschen was über japanische Kultur, Alltagsleben lernen und ja, so ein bisschen Wendungen im Alltag und so weiter, ist das sehr gut. Bei den Videos ist ein bisschen schwierig. Die Erlin und Mr. Kartoffel, die reden zusammen ziemlich stark in im Neutralstil im Japanischen mit der Ta-Form und dergleichen. Die haben wir im Studium auch noch nicht lange gelernt, die habe ich euch auch noch nicht vorgestellt. Kann am Anfang eventuell ein bisschen schwierig sein, aber ihr könnt euch ja immer die englischen Übersetzungen dazu schalten, wenn ihr wollt. Insofern ist die Seite eigentlich für jeden Japanischstand relativ nützlich, also natürlich im Anfängerstadium. Für welche, die schon richtig fortgeschritten sind, ist hier natürlich auch nichts Neues mehr zu finden. Aber ich finde es auf jeden Fall eine sehr nette Seite. Schaut auf jeden Fall mal gerne hier rein. Das ist von der Professionalität her etwas, was ich mit meinem Videoprojekt auf YouTube niemals erreichen kann. Also für den Einstieg hier zum Lernen, um auch ein bisschen Spaß daran zu haben und so mit ganzen audiovisuellen Sachen und den Spielen und dergleichen, wie das hier aufgezogen ist, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Deswegen durchaus eine Empfehlung von mir. Florian stellt vor www.erlin.ne.jp. Das soll es dann auch gewesen sein. Euch ein bisschen in diese Seite hier einzuführen und wenn ihr Japanisch lernen wollt und noch am Anfang seid, schaut ihr auf jeden Fall mal rein. Ist sehr witzig gemacht das Ganze und man lernt tatsächlich was. Und damit sage ich wie immer, Matane, bis zum nächsten Mal.